Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer noch über Namen für diese Videos nachgedacht und ihr seht, habe noch kein Video geschnitten und bin schon ziemlich weit. Jetzt habe ich gerade diese Handschuhe umgezogen, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, Hausumbau 1x1. Wäre doch was, oder? Hier wird das Ganze jetzt natürlich wieder ziemlich interessant. Am beschissensten ist eigentlich dieses Rohr. Das hätte ich mal eigentlich hier hinten lang stecken sollen. Komme jetzt natürlich nicht mehr dran. Aber ich muss das irgendwie lösen. Offensichtlich. Ich muss mit diesem Kaltwasser drei Sachen versorgen. Das ist meine Kaltwasserleitung. Da ist hier unten schon ein T-Stück, aber ich muss hier halt drei Sachen versorgen. Beziehungsweise sogar vier. Waschbecken, Waschmaschine, Toilette, Dusche. Und jetzt ist die Frage, wie ich halt hier die Rohre lege am sinnvollsten, dass ich hier noch pressen kann, dass ich überall dran komme und dass es schön aussieht. Weil es soll ja nicht hässlich aussehen. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen gefummelt. Also eigentlich nur mit dem hier. Alles andere macht Sinn. Es ist relativ simpel, so wie es auch vorher war. Ich habe euch jetzt mal auf meinen Kopf geschnallt. Ich denke, ihr könnt so ganz gut sehen, was ich mache. Ich stelle mir das mal hier hin, damit ich das auch kontrollieren kann, dass ihr das alles sehen könnt. Also Kaltwasser ist ja hier und Kaltwasser ist auch hier oben. Das heißt, das muss hier hin. Die Warmwasserrohre müssen ein bisschen weiter hinten verlegt werden. Hier müssen wir wieder mit einer Muffe arbeiten. Das heißt, ich kürze das jetzt erstmal ein und presse dann wieder hier das Falsche und presse das hier drauf. Dann können wir ab hier irgendwo mit unserem weißen Rohr hier weitergehen auf unser T-Stück. Das gleiche muss hier auch passieren. Warmwasser kann man dann direkt hier rumschleifen und hier hinten bis zu dem Warmwasser gehen. Allerdings hatte ich das so, als ich das Zeug bestellt habe hier, habe ich das mir so gedacht, dass ich das direkt durchschleife. Aber ich habe die Rohre offensichtlich hier abgeschnitten. Deswegen brauche ich da nochmal einen Winkel, den ich jetzt aktuell nicht habe. Das heißt, ich werde wohl doch nochmal zum Baumarkt gehen. Aber das hier ist tatsächlich alles ziemlich geil geworden, ist auch super stabil. Bei dem Kaltwasser hier habe ich mir jetzt gedacht, dass ich das hier verpresse mit dem Rohr hier auch zusammen. Das nur hier so durchhängen lasse und dann einfach das hier hinten reinbiege. Das sollte einfach funktionieren, dann kann ich das hier noch, also kann ich dann auch schon mal pressen. Aber dann kann dieses einfach hinten ordentlich versteckt sitzen und nervt nicht. Und das Warmwasser, haben wir ja gesagt, das ist oben. Das kann dann ganz hier oben unter der Decke hinten langlaufen. Und dann stehen wir hier eigentlich ziemlich gut da, würde ich sagen. Und es ist kein Problem, weil hier muss ja dann auch noch das Abwasserrohr langlaufen. Außerdem fällt mir gerade ein, dass hier auch noch ein T-Stück hin soll. Das heißt, ich kann auch hier einfach entspannt pressen und einfach nur dieses Stück zusammenpressen und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Weil hier soll der runter und dann auch hier der Anschluss für die Waschmaschine. Schönes Kupferrohr. Kaltwasser werde ich jetzt hier absägen. Es macht jetzt keinen Sinn, das Warmwasser länger zu lassen als das andersrum. So, weil jetzt kann ich hier hin nicht gut pressen. Jetzt kann ich das hier einfach abschneiden, dann kann ich hier oben gut drankommen zum Pressen und dann kann ich aber das hier auch entspannt pressen. Also deswegen macht es einfach Sinn, das hier weiter hinten abzuschneiden. Wow, schöner Schnitt. Das Kupferrohr ist schon recht weich. Habt ihr gerade gesehen, wie das da verbogen war, oder? Ja, und da kommt dieses andere raus und ich hätte einfach keinen Bock, da hinten noch irgendwie was zu machen, aber ich weiß nicht, ich muss ja nochmal in mich gehen. Also abgeschliffen sind jetzt beide. Ja, nochmal gucken, ob die Lichtungen drin sind. Die kann ich jetzt schon mal verpressen. Die richtige Pressbacke hier ist noch drauf. Das gleiche hier oben. Das haben wir schon mal vorbereitet. Er legt mir hier Rohrisolierung hin zum Spielen. Nein, er legt mir das Kupferrohr hin. Holz! Oh, ist Kupfer. Will ich doch nicht. Naja doch, wenn es fliegt, will das. Oh, oder er meint das hier. Das hier ist es. Ja. Guck mal, da ist sogar noch ein bisschen Wasser. Das ist natürlich schön hier drauf. Die Telefondose. Beste. Naja, was soll's. Das bisschen da. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier genug weit abisoliert. Dichtung. Jawohl. Ich schneide es hier trotzdem noch ab, weil es hässlich ist. Können wir auch schon verpressen. So, nicht schlecht, oder? Für das kalte Wasser brauchen wir jetzt hier das hier. Könnt ihr sehen, das ist ein 22er Rohr hier. Dann habe ich jetzt einen Adapter von 22 auf das 20er Aluverbund gekauft. Und den setze ich jetzt auch hier ein. Hier kann ich das jetzt auf der gleichen Höhe machen, weil ich hier an beide gut drankomme, weil ich den hier eben aus der Halterung rausnehmen kann. Säbelsägen, Akku leer. Scheiße. Aber ich glaube, das war eh der letzte Schnitt jetzt erstmal. Und jetzt hier wieder freischleifen. So, das sieht top aus hier. Hier vielleicht nochmal ein bisschen. Da kommt das oben drauf. Sitzt das richtig drin, ja. So, dann kann ich jetzt nämlich erst den hinteren mit Warmwasser dann hier hinten verpressen. Und dann den Kaltwasser hier vorne. Da brauchen wir jetzt aber auch wieder eine andere Backe. Ab 22. Ich würde euch übrigens sehr raten, da niemals euren Finger reinzustecken, weil der ist danach
kaputt. Wir haben ja gesagt, zuerst warmes Wasser pressen. Das heißt, ich nehme jetzt mir das hier, dieses T-Stück. Und Warmwasser haben wir ja zwei Abnehmer, haben wir ja vorhin gesagt. Und das messe ich jetzt hier einfach mal, wie lang das sein muss. Kann ich ja direkt unter der Decke hier quasi machen. 19 cm. Und ich hatte hier vorhin noch so einen Verschnitt. Das können wir locker nehmen dafür. Ach lol, erstmal schneiden, die andere Seite. So, da haben wir es. Vielleicht kürze ich es doch noch ein bisschen. Wenigstens einen Zentimeter, dass das hier nicht so krass an der Decke hängt. Weil eigentlich will ich das auch noch haltern. Und da kann ich das natürlich nicht gebrauchen. Als nächstes brauchen wir jetzt natürlich diesen Abstand hier. 24 würde ich sagen. Wobei 23,5 würde ich eher sagen. 23,5. Da können wir wieder hier einen Rest nehmen. Rest zur Verwertung ist immer gut. Das jetzt wieder hier rein. Das hier rein. Ich meine, wenn das dann später hier in der Halterung sitzt, dann sieht das auch nicht mehr schief aus. So, das ist doch cool. Die kann ich sogar schon pressen eigentlich jetzt. Nice, den hier noch. Super, jetzt kann ich das hier unten wieder reindrücken. Da war wohl noch ein bisschen Bauschutt. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir mit dem Warmwasser dahin. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen weißen Rohrschlauch und ziehe mir den hier hinten um die Ecke. Hier wird es natürlich ein bisschen schwierig mit Dämmung an der Stelle, sehe ich gerade. Ich hänge das mal hier rein jetzt so. Das ist aber gar nicht schlecht. Dann schmiegt sich das nämlich richtig schön dahin. Kalibrieren. Das muss ich nochmal ein bisschen nach hinten biegen hier mit dem Kalibrierer, dass ich da besser reinkomme. Also dafür eignet er sich auch ganz gut. Jetzt hängt hier eine Ecke. Besser. Eigentlich habe ich hier viel Kraft, aber gerade wohl nicht so. Na komm. Jawohl, ist drin, sieht man jetzt hier wieder. So, Warmwasser verpressen. Ich habe jetzt für hier noch keine Winkel, aber ablenken kann ich es trotzdem schon mal. Also das hier ist auf jeden Fall mein maximales Maß. Es hat echt immer noch ganz gut Power, diese Rohre. So, das ist jetzt unser Warmwasser. Das schreibe ich hier auch mal drauf, dass wir das nicht verwechseln. Hier hätte das nächste. Da gehe ich jetzt genauso vor eigentlich wieder. Und jetzt kommt der eigentliche tricky Part. Also ich hätte gerne das hier und das hier. Schade, dass hier dieses Hausanschlusskabel liegt. Oh, egal. Dann ist wenigstens alles in einer Ecke zugebaut. Und dazwischen würde ich gerne diesen einen Verschnitt. Aber den habe ich jetzt wohl schon anderweitig verbraucht. Also vielleicht gehe ich sogar... Eigentlich will ich genau hier runter. Ich kann aber genau hier runter gehen und mache es hier hin. Mal gucken, weil hier überall eigentlich gleich viel Abstand ist zur Wand. Ich kann einfach nur nicht genau dahin gehen, wo so eine Muffe ist. Das geht nicht. Ha, das muss auf jeden Fall hier hin. Das bedeutet erstmal dort abschneiden. Natürlich so ein bisschen Spiel und Feuer hier in der Ecke, ne? Darf man jetzt nichts verkacken, sonst ist es rum. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt verkacke ich es wahrscheinlich. Hier habe ich doch schon einen neuen Verschnitt für hier. Ist doch top. Nochmal eine wichtige Sache zum Entgraten. Ihr könnt es erstmal so in eine Richtung drehen, aber dann müsst ihr es nochmal in die andere Richtung drehen, um das, was ihr entgratet habt, zu brechen. Also diesen Grat, den schiebt man ja so vor sich hin. Und dann dreht man es einfach mal kurz in die andere Richtung und dann fällt es ab. Ne? Genau. Also das hier könnte ich theoretisch jetzt schon so pressen, hier. Und dann das hier, vielleicht sollte ich es noch kürzer machen, aber eigentlich auch nicht. Weil das zieht sich ja dann hier in Position, das kann ich dann dahin drücken. Irgendwie so hätte ich es ja eigentlich gerne. Dann kann ich das hier schon mal pressen und kann dann hier im Nachhinein noch pressen. So die Idee. Was ein Gefummel. Ich stecke erst das hier drauf. Der Bauschirm hält es jetzt nicht so wirklich fest. Zack, jetzt. So, mit dem anderen jetzt hier hinten raus. Ja, komme ich da hin zum Pressen an die beiden, ist die Frage, ne? Wenn nicht, muss ich hier das nochmal länger machen. Eigentlich ist der jetzt schwieriger zu pressen als der hier. Ja, nämlich gar nicht. Ich brauche mehr Platz. Naja, also an den da komme ich ja dran, an den hier oben. Das heißt, wenn ich den da dran komme, dann kann ich ja den anderen doch erst pressen. Und an das Ende komme ich dann auch. Das heißt, den hier nochmal abziehen, oh, weil es so leicht ging, ne? Alter, was ein Kampf. Ich mach's jetzt einfach. Zur Not muss ich mir nochmal eine andere Lösung ausdenken. So, nächster Kampf. Wieder draufkriegen. Oh, zack, drauf. Alter, das ist befriedigend. Jawohl, hat geklappt. Hat geklappt. Und jetzt kann ich den hier hinschieben, komm hier immer noch mit der Presse rein und kann hier mein nächstes T-Stück setzen. Premium. Premium. Da habe ich jetzt hier noch eine Rolle, weil die andere schon leer ist jetzt. Online hat die 25 Meter Rolle weniger gekostet als die 10 Meter Rolle beim Bauhaus. Hier wickle ich mir jetzt auch erstmal wieder ein gerades Stück ab. Sehr gerade, wie ihr sehen könnt.
Ah, das leidet auch besser hier rein. Also ihr seht auch, das sieht ein bisschen anders aus hier, dieses Rohr. Das hier glänzt mehr vom Bauhaus und das hier ist so matt. Und somit ist der tricky Part auch geschafft. Mann, bin ich froh. Das war übel. So, dann müsste hier noch eine Wandscheibe sein. Ne, sind sogar noch zwei. Die hier nehmen wir. Die soll hier unten hin. Denke ich mal, kann man die pressen, während die an der Wand sitzt. Ja, kann man. Wäre auch ein bisschen hohl, wenn nicht. So, aber dadurch, dass ich ja jetzt hier eine Vorgabe habe durch mein Rohr hier, stecke ich erstmal das neue Rohr jetzt hier durch. Bin jetzt natürlich genau hier bei der Kackmuffe. Das nervt, aber vielleicht kann ich es einfach hier rüberbiegen. So ein Stück. Es ist gar nicht so leicht hier, dieses zu bewegen hier. Gucken, ob wir das jetzt irgendwie hier drauf kriegen. Was dann dahinter biegen können. Ja, jawoll. Noch ein bisschen dahinter so, ja. Das ist top. Hier bräuchte ich eigentlich mal ein Stück Draht oder so. Dass sie mal hier oben bleiben. So vielleicht. Diesen verpresst. Das hat ja richtig lang gehalten. Die noch nicht. Und jetzt kann ich hier um die Ecke auch noch ein Stück legen. Und dann habe ich das tatsächlich alles abgedeckt. Vielleicht reicht ja sogar dieser Rest hier, wenn er keinen Knick hat. Ja, sollte reichen, ne? Könnte wohl reichen. Hat sogar einen ziemlich guten Knick dafür. Naja, hier muss auf jeden Fall noch was weg. Hier seht ihr, dass hier so eine Kante drin ist. Mag ich nicht. Schön gebogen. Bisschen länger muss der Bogen hier noch werden. So ungefähr. Hier ist jetzt ein bisschen runtergebogen, das jetzt wieder gerade biegen. Also eigentlich ist diese Art von Rohr recht dankbar, solange man es jetzt nicht unfassbar kacke behandelt. Also guck mal hier, das sieht da jetzt echt top aus. Schiebe ich das hier hinten rein? Okay, ich habe das jetzt wohl ein bisschen weit aufgeweitet hier. Also muss doch nochmal ein Stück weg. Aber das geht halt alles mit dem Rohr. Ein anderes Rohr wäre jetzt schon total verknickt und kaputt. Hier ist einfach immer noch top. Alles drin. Oben, unten, links, rechts. So habe ich mir das vorgestellt. Nice. Wirklich nice. Den hier jetzt auch noch ablenken. Und dann kann ich die alle verpressen. Und das passt echt perfekt vom Drankommen hier. Also mehr dürfte nicht hier oben sein. Und jetzt schnappe ich mir noch das hier. Ja, bei der 2 hier schneide ich es ab. Das hier da drauf. Wenn das nicht mal nice aussieht. Richtig ordentlich. Verpressen. Jetzt kann man da direkt hergehen, 6er Löcher vorbohren und festdübeln. Ich kann euch noch einen Trick zeigen. Wenn ihr das hier auf das hier macht, könnt ihr die einfach... Funktioniert super gut. Zack, fest. Jetzt kann ich den Hahn hier eindichten. Die Manschette brauchen wir nicht mehr. Hahn eindichten, da rein, fertig. Gefällt mir. Ich brauche halt noch da hinten diese beiden Winkel und dann ist das... Alles dicht. Dann kann man nochmal hergehen und gucken, ob alles verpresst ist. Habe ich es eben schon mal gemacht, als die Kamera nicht lief. Zack, hier ist nicht verpresst. Hier muss ich noch machen. Guck, gut, dass ich es nochmal gemacht habe. Sonst hätte ich gleich gesprüht. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, es droppt dann Wasser raus. Dann kann man auch, wenn Druck drauf ist, kann man es noch abpressen. Ist nicht so schlimm. Zurück in der dritten Personenperspektive. Ich habe es geschafft zum Baumarkt. Ich habe mich so geisteskrank beeilt. Habe 2 Winkel bekommen. Genau die ich wollte. Für hier. Und das ist auch jetzt alles, was ich noch mache eigentlich, um das System unter Druck zu geben. Naja, ich muss noch 2 Gewinde eindichten. Da und oben im Gäste-WC. Und dann kann ich eigentlich Druck aufs System geben. Hört sich eigentlich ganz geil an, oder? Ja, deswegen verpresse ich jetzt die beiden noch hier rein. Ich denke, das brauche ich euch nicht zeigen. Jetzt genug gezeigt, wie man das ablenkt und verpresst. Und dann sehen wir uns, wenn das fertig ist und ich die Gewinde eindichte. Verpresst ist alles. Jetzt muss ich noch hier das eindichten oben. Das habe ich jetzt gerade schon eingedichtet. Das muss ich nochmal anziehen, weil die Zange nämlich hier unten ist. Hier nehme ich nochmal Hanf. Zeige euch das nochmal grob. Drauflegen, wickeln, Wicklung mitnehmen, von festgehalten. Das ist so eine der wenigen Sachen, die mache ich richtig gerne ohne Handschuhe. Ich finde einfach, das ist angenehmer. Wieder hier Vermiet. Kann man sehen vielleicht. Wieder einfach hier wie so eine Zahnpasta-Wurst drauf. Einmal rundum, um zu, wie die hier im Norden hier wieder sagen würden. Und dann kann man das hier reinschrauben. Ah, super Kräfte. Top. Der hier kann man nämlich auch auf- und zudrehbar. Das heißt, hier ist dicht. Also hoffentlich. Aber als ich ihn abgebaut habe, war er dicht. Dann habe ich den nur hier runtergebracht. Das heißt, wir sind tatsächlich mit dem Gedöns hier fertig hier unten. Außer isolieren natürlich. Habe ich jetzt beim Baumarkt aber nicht mehr geholt, einfach weil mir die Zeit gefehlt hat. Genau. Jetzt können wir oben noch einen Baustopfen einbringen. Und dann können wir das ganze System doch tatsächlich mal mit Wasser versorgen. Ich bin so gespannt. Eine Sache noch, und zwar sollen die Rohre ja jetzt hier nicht so frei hängen bleiben, wie ich sie gerade hingemacht habe. Und dafür gibt es hier Stockschrauben, also die nennen sich Stockschrauben. Die haben auf der einen Seite ein Feingewinde und ein Grobgewinde. Dann habe ich hier noch Dübel gekauft. Und dann gibt es hier diese Rohrschellen. Die würde ich euch auch empfehlen, online zu kaufen, weil die wesentlich günstiger sind als im Baumarkt. Irgendwie 50% oder so von dem, was im Baumarkt kostet. Also Wasser ist aufgedreht. Ich hatte auch schon ein kleines Malheur, aber das war einfach nur, weil der eine Hahn kaputt war. So sieht man es. Hier dieser Hahn, den konnte man nicht mehr ganz zudrehen. Aber jetzt, wenn ich hier jetzt feuchtig aufdrehe, dann hört ihr bestimmt die Luft rauskommen.
Ah ne, hier kommt direkt Wasser. Ach, das war jetzt ja übrigens sogar der warme. Also es drückt sogar durch die Heizung wieder durch. Kannst du mal hier aufdrehen. Hier hört ihr die Luft. Ah, schon Wasser da. Hier, das gleiche. Hat mir gerade genau ins Auge gespritzt. Ja, und hier habe ich auch schon aufgedreht, das funktioniert. Hier können wir wirklich tatsächlich nochmal jetzt eine Sekunde wirklich schauen, ob Wasser kommt. Sekunde der Wahrheit. Ja, jetzt habe ich hier natürlich hier noch ein bisschen auf. Zack! Funktioniert. Ich lasse das jetzt über Nacht alles so stehen. In der Hoffnung, dass morgen nirgendwo eine Wasserlache ist. Also ich gehe morgen früh schon gucken, bevor ich zur Arbeit gehe und drehe es vielleicht nochmal aus. Beziehungsweise ich gehe einfach nochmal gucken. Und dann kann ich morgen das hier endlich zumachen. Nice, oder? Wie lange es jetzt gedauert hat, diese eine Sache fertig zu machen. Aber genau, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hiermit weiterhelfen. Wir sind jetzt dabei, hier gerade diese Dinger zu verschließen. Und zwar habe ich mir jetzt hier schon Mauermörtel wieder angerührt. Das ist der gleiche, mit dem ich den Yton gemauert habe. Jetzt mache ich das Ganze hier mal ein bisschen nass, dass es vielleicht ein bisschen besser klebt. Das sind Wasserrohre, also die dürfen nass werden. Und das ist auch okay, wenn es ein bisschen die Wand runterläuft. Wir wollen das ja möglichst dicht bekommen, damit wir dann die ganze Wand spachteln können. Ich bin jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt, dass der Mauermörtel da so extrem gut hält. Aber wir werden es jetzt gleich rausfinden zusammen. Und wenn wir hier diese Nischen zu haben, dann machen wir weiter hier hinter mir mit dem Rigips zu machen, weil ich hatte das jetzt einen ganzen Arbeitstag und die ganze Nacht war das eben Druck auf der Leitung und es kam nichts raus. Dementsprechend bin ich da guter Dinge. Können wir mal sehen, ob das Zeug hier gut hält. Ich hoffe ja sehr. Das Ganze schmeißen wir jetzt einfach hier so rein. Ich glaube, ich brauche richtig viel Mörtel. Das reicht wahrscheinlich alles gar nicht hier. Ja, wobei, das geht eigentlich ganz gut. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so gut geht. Vielleicht sollte ich hier mal einen Deckel reinmachen oder so. Oder da halt nicht hinwerfen. Wer hätte das gedacht? Also ich habe nicht damit gerechnet, ich habe es gehofft. Ich habe hier übrigens eben schön hier den Boden sauber gemacht mit dem neuen Staubsauger. Der hat eine richtig geile Power. Macht Bock, damit zu staubsaugen. Warum ich hier sauber gemacht habe, ist, damit ich jetzt halt hier einfach das wieder aufheben kann. Wieder reinschmeißen kann, dass ich jetzt nicht Angst haben muss, das ganze Zeug da rein zu den Dreck zu reinzumachen. Ich mache das eigentlich nur aus dem Handgelenk, ist total geil. Aber jetzt hatte ich gerade einen halben Eimer angerührt und der ist jetzt schon hier in der Wand. Aber gut, ich glaube, ich gehe mir nochmal was anrühren und hierfür einen Deckel holen. Spaß, ich hole auch keinen Deckel, wenn ich Panzertape habe. Panzertape löst es doch viel besser, das Problem. So, Problem gelöst, ist dicht. Nächster Eimer ist ready. Ich habe nochmal ein bisschen dünner angerührt, in der Hoffnung, dass es noch besser hält. Schön reinstopfen. Das muss übrigens nicht schön sein. Hauptsache, es ist aufgefüllt, weil wir dann als nächstes hier die ganze Wand spachteln wollen. Erstmal mit dem Grobputz und dann eben mit dem Feinputz. Aber es ist erstmal wichtig, dass es eine relativ ebene Fläche ist, weil wir können hier nicht mit dem Kalkzementputz so viel auffüllen. Voll gut, dass ich das mit dem Panzertape gerade gemacht habe. Ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen anziehen. Ich stopfe dann danach noch mehr rein. Jetzt geht's zur Dusche. Machen wir da weiter. Ach nee, hier unten ist noch. Außerdem hier voll viel Hindernisse. Nächste Nische. Hier war ja die Armatur von der Badewanne. Die ist ja weg. Das heißt, hier mache ich auch einfach davon rein, wieder schön annässen. Hier unten auch, dass da eine Haftgrundlage ist. Haft zu Befehl. Da kann ich dann vielleicht sogar mit der Gletschspachtel drüber gehen und dann muss ich mal gucken, ob hier noch irgendwo zu dicke Sachen auf der Wand sind, wenn ich hier später die Dinger abziehe. Wobei es jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig ist, dass ich so mega flach auf der Wand bleibe. Ich kann jetzt auch diese Schienen ein bisschen weiter vorsetzen, weil wir ja nicht mehr jetzt hier so ein Platzproblem mit der Dusche haben, nachdem ich die neue bestellt habe. Man kann auch farblich sehen, dass das früher auch hier Mauermörtel war, der hier eingebracht wurde. Das ist gar kein Problem, weil nämlich so rauer, desto besser haftet später auch dieser andere. Und analog zu den anderen beiden, hier wieder nass machen. Die Nische hier, die hatte ich auch eben mal ausgesaugt. Man kann es bestimmt auch so mit so einem Sprühding machen, ganz gut. Ich mache es halt so. Schmeiße ich den Speichel da rein. Und dann gucke ich mal in meinen Bauschutt, ob ich hier nicht nochmal einen Stein finde, den ich da rein stopfen kann. Hier relativ schnell fündig geworden. Der würde doch hier ganz gut passen. Rein da, Sache auffüllen. Das hält ja Bombe, wie ihr sehen könnt. Da dürft ihr jetzt natürlich nicht nochmal krass Kraft aufwenden, weil dann verschiebt man das natürlich auch ganz schnell wieder hier. Ne? Auch wenn es festgemacht ist, ist es natürlich nicht komplett unwahrscheinlich, dass man da nochmal irgendwo dagegen kommt und da was verschiebt. Deswegen vorsichtig. Ich denke, das reicht für dieses eine Video. Es war jetzt echt lang, aber auch echt viel und ihr könnt sehen, wie viele Probleme da auftreten können oder was ihr achten müsst. Deswegen, ich denke, das war ganz hilfreich. Und dann kann man schon bald hier anfangen, die Wand zu spachteln. Na gut, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr nochmal zu irgendwas ein besonderes eigenes Video haben wollt, was Sanitärbereich angeht. In unserem Haus, das Obergeschoss, muss ich auch noch. Das heißt, da ist auch nochmal ein komplettes Bad, wo ich mich damit beschäftige und euch Sachen zeigen kann. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, fragt. Ihr könnt auch bei Insta schreiben, joel_white.
Und dann wisst ihr Bescheid. Ciao.